Also, ganz kurz, Ihr Dialogzentrum Demenz, Christoph Dietschner hat es gesagt, 2005 gegründet, seitdem teilweise Förderung durch das Sozialministerium NRW und die Pflegekassen. Hauptauftrag war der Wissenstransfer und die Evaluation von Pilotprojekten, also zum Beispiel die Oasen-Evaluation, wo wir jetzt in der zweiten Runde sind, oder eben als solche Veranstaltungen oder auch den Newsletter. Seit 2009 akquirieren wir selber unabhängig von Ministerien und Pflegekassen Forschungsaufträge und 2010 haben wir das große Projekt vom Ministerium und den Pflegekassen bekommen, nämlich diese Landesinitiative Demenz Service NRW, deren Teil wir sind, zu evaluieren. Arbeitsbereiche, Wissenstransfer, also den Forschungsnewsletter, das ist der Grund, warum wir unter anderem heute hier sitzen, Dialogveranstaltung, wir halten ziemlich viele Vorträge, wir machen mit bei Entwicklung von Qualifizierungsmaßnahmen und anderem. Dann machen wir immer Versorgungsforschung, Oasen-Evaluation, die Landesinitiative, wir arbeiten, haben gearbeitet zum Thema Demenz und Natur, Demenz und geistige Behinderung ist ein weiterer Schwerpunkt für uns, Demenz und die Tag-Nacht-Umkehr, auch das ist ein Schwerpunkt von uns und auch Demenz und Migration ist ein Punkt, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen. Und wir sitzen in Gremien, das ist nicht immer schön, aber auch wichtig. Wir sind in der Koordinierungsrunde der Landesinitiative, wir machen viel Beiratstätigkeiten. Wir sind zu Expertentreffen eingeladen, Mitarbeiter des Dialogzentrums haben unter anderem die Rahmenempfehlung mit zum Umgang mit herausforderndem Verhalten des Bundesgesundheitsministeriums mitgestaltet, haben noch mitgearbeitet. Es waren auch Mitarbeiter des Dialogzentrums, die mitgearbeitet haben an der Konzeption des Wittender Standortes, des DZNE. Also überall schwirren wir rum und bringen uns ein, getreu dem Motto, dass es nicht nur Schattierung von Grau gibt, sondern dass es auch Meinung geben muss und das ist auch einer unserer Aufgaben, unsere Meinung auch zu äußern, gerade in Feldern, wo es nicht so einfach ist, ob etwas gut oder schlecht ist. Darum kann man trotzdem Meinung dazu haben und darum sind wir auch heute hier. Expertise, die Mitarbeiter im Dialogzentrum angesiedelt ist, wir haben Pflegewissenschaftler und Pflegewissenschaftlerinnen, wir haben eine Gesundheitsökonomin, wir haben eine Kunsthistorikerin, wir haben einen Kommunikationswissenschaftler seit neuestem und wir haben einen Theologen und Philosoph, den Sie heute auch noch mehrmals sehen wollen, den Christian Müller-Herge. Manche bezeichnen ihn auch als Pflegewissenschaftler, aber er selber schüttelt den Kopf, das ist wohl nicht so sehr seine Profession, aber die meisten oder viele von Ihnen werden ihn kennen. Unser Fernziel oder unser eigenes Ziel ist der Dialog auf Augenhöhe zwischen Wissenschaft und Praxis. Denn Wissenschaft spricht nicht mit Praxis. Heute, hier haben Sie genau dazu die Gelegenheit. Knöpfen Sie sich die Wissenschaftler vor. Manche erkennt man direkt auf Anhieb, andere nicht. Knöpfen Sie sich die Leute vor. Wir haben Schüler hier von Altenpflegeschulen, die treffen relativ selten Wissenschaftler. Und genau hier ist es die Möglichkeit, das zu tun. Ich bin selber gelernter Altenpfleger. Ich hätte mich gefreut, wenn ich mir so jemanden hätte mal schnappen können und ihm was fragen können. Tun Sie das einfach. Und wenn er dann wegläuft, dann werden Sie sehen, da muss man jemand anderen suchen. Der Forschungsnewsletter, warum Sie hier sind. Seit 2006 gibt es den. 14 Stück haben wir bisher davon gemacht. Aktuelle Studien aus dem Bereich der Versorgungsforschung. Wir versuchen es so auszudrücken, dass man auch Normalsterbliche, so wie wir sind, das verstehen können. Ich bin weiterhin der Überzeugung, nichts ist so kompliziert, als dass man es nicht in einer Sprache ausdrücken kann, die Menschen verstehen. Das ist eine unserer Hauptaufgaben. Erscheint dreimonatig, mittlerweile um die 800 Abonnenten, nach der heutigen Veranstaltung sicherlich um die 1000 Abonnenten, gehe ich einfach mal von aus, aus den Bereichen Pflege, Medizin, Psychologie, Ergotherapie, Physiotherapie, Musiktherapie, aus all diesen Bereichen, auch da schaffen wir Dialoge. Da insgesamt waren dort ungefähr mittlerweile 300 besprochene Studien und alles Studien in der Praxisrelevanz, also aus der Versorgungsforschung. Wir haben seit neuestem einen neuen Internetauftritt. Wir kümmern uns um soziale Netzwerke, also Facebook, Twitter. Ich selber bin noch kein Experte in diesem Bereich, aber genau das machen wir jetzt. Sie werden Bilder von dieser Veranstaltung, Sie werden Vorträge von dieser Veranstaltung, Sie werden Filme, Interviews und so weiter von dieser Veranstaltung auf Facebook sehen können. Sie werden über Twitter mit uns miteinander kommunizieren können, weil wir können diese Wege einfach nicht ignorieren. Das wäre auch ziemlich dumm, die zu ignorieren und man kann die als Institution hier einfach auch sehr, sehr gut nutzen und genau das probieren wir jetzt auch. Und dafür haben wir unter anderem eben halt einen Kommunikationswissenschaftler eingestellt, auch mit Förderung des Ministeriums. Also wir sind eben heute angekommen, ich sage nochmal, nicht alles, was im Internet ist, ist gut. Bei Herrn Ettemar, unserem, der den Festvortrag heute hält, habe ich gestern Nacht verzweifelt nach einer Biografie gesucht, also nicht nur ich, mehrere. Und Herr Ettemar hat es tatsächlich geschafft, also mit seiner Biografie, mit seiner Vita, nicht im Internet vorzukommen. Das Kunststück kann er uns vielleicht gleich nachher noch erklären. Das ist die andere Seite der sozialen Medien und der Internetgeschichte.
Das ist unsere neue Homepage. Sie wissen vermutlich besser als ich. Ansonsten steht dort Markus Klug, unser Kommunikationswissenschaftler. Stürzen Sie sich mit 200 Leuten drauf. Der erklärt Ihnen genau, wie man twittert und so weiter. Die Adressen all dieser Dinge finden Sie überall aufgehängt. Ach so, wieso hat das davon schon selber gewechselt? Wow. Also, als hätte ich es gemacht. Die Adressen finden Sie hier, aber finden Sie auch draußen. Die sind ausgehängt. Und können Sie dann schreiben, ach nee, Vortrag fand ich nicht so gut. Oh, super Vortrag, hier gehe ich öfter hin. Hier werde ich unbedingt studieren, was auch immer Sie wollen. Es wird nicht gefiltert, es wird nichts rausgenommen, es wird nichts gelöscht. Wir ertragen das auch, wenn Sie Dinge schlecht finden. Wir haben ein breites Kreuz. Okay, Ihre Wahl. Sie sind heute hier. Und das Thema, was wir heute haben, nämlich die Lebensqualität, war Ihre Wahl. Wir haben eine Umfrage gemacht zu unserem Newsletter bei den Abonnenten, was sind die Themen, die Sie am meisten interessieren. Und eines der Themen oder das wichtigste Thema für Sie ist natürlich das Thema Lebensqualität. Wir haben es genannt, ein zu großes Risiko. Warum das? Wenn man von Lebensqualität spricht und Lebensqualität befördern will, dann muss man auch die Rahmenbedingungen schaffen, damit man Lebensqualität erhalten kann und überhaupt befördern kann. Man kann nicht von pflegenden Lebensqualität oder von Psychologen oder Medizinern, wem auch immer, die Beförderung von Lebensqualität erwarten, aber eben keine Rahmenbedingungen dazu schaffen. Und darum ist es vielleicht ein großes Risiko, sollen wir vielleicht gar nicht über Lebensqualität sprechen. Oder wenn wir sprechen, oder wie heißt es so schön, wie hat meine Mutter schon immer gesagt, wer A sagt, der muss auch B sagen. Und dann fragen wir uns alle natürlich häufig, insbesondere die, die in der Praxis arbeiten, wo dann das B ist. Wenn wir über Lebensqualität sprechen, versuchen sie zu befördern, wer schafft uns die Rahmenbedingungen. Auch das können wir heute diskutieren. Ich möchte nicht starten zu Herrn Ettemauer, über den wir uns sehr, sehr freuen, der übrigens eine Herausforderung für Sie sein wird. Wir reden ja heute auch über herausforderndes Verhalten. Frau Gröning und auch Herr Urselmann und Frau Urselmann werden darüber sprechen. Und die erste Herausforderung wartet direkt auf Sie. Herr Ettemauer wird in Englisch sprechen. Ich sehe in Ihrer freudigen Gesichter an, dass Sie sich da schon die ganze Zeit unglaublich drauf gefreut haben. Wir machen es aber so, dass der Christian Müller-Hergel, der sozusagen unser Halbengländer, unser Aushilfsengländer ist, spätestens nach der Hälfte Dinge zusammenfasst, am Ende nochmal Dinge zusammenfasst und Sie haben auch die Möglichkeit, Herrn Dr. Ettemauer Fragen zu stellen. Und das ist einfach wichtig. Tun Sie das, denn er ist einer der renommiertesten Wissenschaftler in diesem Bereich und den See hat man nicht alle Tage und so schnell lassen wir den auch nicht gehen. Und er hat uns gesagt, erst um 17.07 Uhr fährt sein Zug. Also das hat er gesagt, bis dahin schulen Sie Ihr Englisch und löchern Sie Herrn Dr. Ettemauer. Wir werden mit Herrn Dr. Ettemauer nachher auch ein Interview führen und das werden Sie wiederum auf unseren neuen Kanälen sehen. Also, um wen es geht. Richard Taylor, Alzheimer-krank, sagt, wir sind verwirrt, wir missverstehen andere, wir vergessen aber manchmal sind wir wissend. Es braucht nur diesen einen Moment des Wissens, um das klare Gefühl entstehen zu lassen, von anderen Menschen belogen zu werden. Howard Quarterman, demenzkrank, hat dieses Gedicht geschrieben und seine Frau hat es nach seinem Tod in seiner Tasche gefunden. Ich bin auch da begraben unter diesem aufgeweichten, armseligen Gehirn, das ich meinem verzweifelten Willen versagt und ihn verhöhnt. Seit flüchtige Gedanken, Vorstellungen und Träume versuchen, sich frei zu kämpfen. Wenn du mich verlässt und deine Liebe nachlässt, bin ich verloren. Verloren für immer. Du hast mir gezeigt, wie edel das Herz einer Frau sein kann, wo immer ich später einmal bin. Ich werde Ausschau halten nach dir. Heute jedoch blicke nach vorn, fühle dich frei, genieße das Leben, erfreue dich der Kinder, wache über mein Gedächtnis und Gott segne dich. Das zu dem Thema Demenzerkrankte können sich nicht äußern, denn wir befragen ja immer nur Angehörige, gerade wie in der Wissenschaft. Und wie Taylor schon sagte, spätestens ab der Diagnosestellung Demenz spricht keiner mehr mit dir. Ab da sprechen sie mit deinen Verwandten und mit deinen Nachbarn. Zum Schluss William Jutamon, niederländisch-stämmiger Maler, hat in den Staaten gelebt, hat Selbstporträts gemalt von sich, nachdem er die Diagnose Alzheimer bekommen. Das ist das erste Bild, was er gemalt hat nach seiner Diagnose Alzheimer. Das ist im gleichen Jahr, nur etwas später. Im nächsten Jahr. Noch ein Jahr später. Und das ist das letzte Bild, was William Jutamon, ein großartiger Maler, gemalt hat. 99. Also, wir reden hier über Menschen mit Demenz. Bei all dem Reden über Menschen mit Demenz sollen wir nicht vergessen, um wen es wirklich geht, nämlich um Menschen mit Demenz. Und Menschen mit Demenz haben uns eine Menge zu sagen. Wir suchen Forschungen
auch in unserem Forschungsnewsletter die Versuche, genau diese Menschen mit einzubeziehen, unter anderem. Denn in der Tat gibt es kaum ein Feld, wo diejenigen, die am stärksten betroffen sind, am meisten ignoriert werden. Und das ist tatsächlich im Feld Demenz. Und Menschen mit Demenz haben uns eine Menge zu sagen. So, jetzt freue ich mich unheimlich darauf, dass er zu uns gefunden hat. Dr. Ettemar, wirklich einer der renommiertesten Forscher in diesem Feld. Einige mögen sozusagen eins seiner Babys kennen, das Qualidem-Instrument. Jetzt wird in Deutschland mittlerweile danach gearbeitet und damit gearbeitet. War an der Freien Universität in Amsterdam, sehr spannend. Auch Herr Ettemar im Übrigen, wie fast alle Mitarbeiter des Dialogzentrums, war vor seiner wissenschaftlichen Karriere Krankenpfleger. Also er kommt aus der Pflege, hat dann Psychologie studiert und ist heute im Management eines Serviceanbieters, der über mehrere Altenheime unter anderem verfügt, hat also den Weg als Wissenschaftler auch wieder in die Praxis gefunden. Und genau darum geht es, um die Vernetzung von Theorie und Praxis, die Vernetzung von professionell Pflegenden und Angehörigen,